So, wo hast du denn mal so rote Teile für mich? Die sind hier oben in der Kiste. Oben. Und was war da drin? Genug? Oder noch nicht? Brauch noch Eisenzahnräder. Ich Kupferzahnräder? Eisen? Ja, Kupfer nicht mehr. Dann ist ja gut. Ja. Wenn es so ist. Ja, ich brauche noch Beton, weißt du? Das ist irre. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann mal Kilometergeld oder so. Ja, ich muss noch das Exoskelett bauen. Das ist nur witzig. Sind wir dann schneller? Ja, können wir schneller rennen, ja. So ist richtig. So, wo haben wir denn die Eisenzahnräder? Sollte jetzt aber mal langsam reichen, hör mal. Meinst du? Das werden wir sehen. Ich habe jetzt wieder 700 rote Schaltkreise abgegriffen. Mhm. Kann ich ja mal Pause machen, damit ich hier für mich planen kann? Ja. Okay. Dann machen wir das jetzt gleich mal. Eine Runde Pause. Warum verbraucht das eigentlich so viel, ey? Wir werden schon wieder irgendwo angegriffen. Ja, schon wieder bei dir da oben, aber sind auch alle tot. Hier steht noch irgendwas mit 10. Ja, es ist, weil die 10 Mauern da drumherum kaputt sind. Na toll. Und der Geschützturm auch leicht lediert ist. Ist fast kaputt. Aber er hat eine ganz schöne Horde abgehalten. Guck dir das mal an da oben. Ja, was ist denn mit denen? Warum werden die plötzlich so aggressiv? So werden wir ja nie fertig mitbauen. Müssen wir uns jetzt wohl mal um eine Verteidigung kümmern. Oh schade. Mhm. Oder wir knallen die mal ordentlich um. Können wir auch machen, ne? Wir mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Ah ja. Könnte man mal dazwischen schalten. So. Blauen Grabbelarme holen ja alles rein. Die roten legen es wieder aus Fließband. So einfach ist der Spaß manchmal. Ja. Haben wir denn sonst noch irgendwo ein Gewässer? Nee, ne? Das ist natürlich sehr, sehr weit weg, das Wasser, ne?
Boah, endlich läuft die Scheiße hier auf. Ich drehe sonst irgendwann durch. Aber da oben hin? Ja, das ist die große Frage, ne? Denn? Ich brauche für einen Reaktor einen Wasseranschluss. Eine Pumpe. Das muss also mehr oder weniger ein autarker Kreis sein. Und die Frage ist, wo hole ich mir das Wasser, weißt du? Das sind die Fragen, die einen bewegen, weißt du? Dachte ich mir. So. Als nächstes brauchen wir ein paar Lichtöfen. Das ist ein Lichtöfen. Zwei Stück. Die haben eine deutlich geringere Umweltverschmutzung. Ah. Mhm. Ah. Okay. Ich meine nicht, dass mich das interessieren würde, ne? Mhm. Natürlich nicht. Weil ist ja nicht meine Natur hier, weißt du? Ist ja egal. Ja, ehrlich. Ist. Kriegen die nicht. Ich finde halt, das Problem ist, man hat immer von allem immer zu wenig. Aber wirklich immer zu wenig. Außer man braucht es gerade nicht. Dann ist Inventar zu voll. Das ist einfach wirklich so. Original dort. Ziegelstein. Also der Ziegelstein, oder nicht? Ziegelsteine werden produziert. Alles klar. Bauen wir die Stahlträger, die roten Schaltkreise. Sind das hier Stahlträger? Ne, das sind keine Stahlträger. Das sind die Stahlträger. Die roten Schaltkreise. Nicht an der Füße. Wie geht das? Hier zusammenlaufen oder nehmen sich lieber da hoch, ne? Lieber da hoch. Oh, oh, das wird komplex. Das wird so komplex. Bei dir auch? Mhm. Oh. Dann muss man sich dann auch noch ein Design überlegen, weißt du? Wieso? Ah ja, weil... Ist der Designer? Ja, ja, weil... Aus Gründen, ne? Ja, du wirst schon wissen, was du tust. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Ja, ich auch nicht. Doch, mach dich nicht kleiner als du bist. Du bist ja auch noch nicht mal klein. Nö, das ist richtig. Und fett. So. Großer Mann bist du. Mm-hmm.
Dampfturbine im Weg. Das ist ja gut. Du sagst es. Also eventuell, ne? Ich weiß nicht genau, aber eventuell bauen wir das nochmal um. Aber du meinst jetzt nicht mich damit, oder? Nö, nö. So. Also, bis hierhin sieht das ja fast aus wie ein Atomreaktor, ne? Wahrscheinlich werden jetzt ganz viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Gott, ist der scheiße. Wie kann man denn so bauen? Wo ist er denn überhaupt? Da oben. Das ist halt die Frage. Der braucht Wasser, ne? Naja, die Frage ist jetzt, wie kriegt der Wasser hin, ne? Wo, also, was ist denn? Ah, das sind die Rohre, die Hitzerohre. Sind die Hitzerohre, ja. Cool. Wärmetauscher, auch cool. Dampfturbine, auch cool. Was baust du denn da Cooles? Ja, ein cooler Fussel baut coole Sachen. Wie... Okay, jetzt auf. Wieso baut deine Montagemaschine hier noch nicht das Uran in den Fässern? Warum soll ich denn... Das Uran-Brennelement? Mach du doch. Da kommt, der legt noch nichts ab, oder? Nimm doch mal eine Minute, das dauert doch ewig lange. Die Frage ist, wo kriege ich denn das Wasser jetzt her? Also der nächste Punkt wäre hier oben. Ja, du machst das schon, ne? Ich gehe mal zurück zu meinem Spot hier. Muss dann alles hier drauf. Wir werden angegriffen. Oh mein Gott. Die machen auch alles kaputt. Ja, die machen alles kaputt. Müssen hoch. Und dann müssen wir los, dann müssen wir die eben angreifen. Das ist ja total nervig. Ja, so kann ich nicht bauen, ne? Ich hab hier. Ja, das meine ich ja. Geht so nicht. Bist du schon unterwegs? Vor allem muss das ja alles wieder repariert bzw. erneuert werden, ne? Ja, ich weiß. Ich fahre gerade schon hin. Ich muss erstmal meinen Panzer finden. Wo ist denn der? Na, bei Gott, bau bitte irgendwas, dass du da sicher bist. Bau Mauern, was weiß ich. Weil das ist ja echt nervig. Das Geräusch macht mir auch richtig kirre, ne? 34, die machen alles kaputt da oben. Aber wo kommen die denn her, verdammte Axt? Mir wieder kein Strom. Ja, das ist das kleinste Problem, befürchte. Ich kill die jetzt, ich fahr jetzt los. Jetzt ist hier nicht mehr Strom. Jetzt ist Flug. Wo fahren wir denn hin? Jetzt hier unten durch die nächsten, ne? Weil da kam der größte Schwall her. Hast du das gesehen? Waren die das oder sind die jetzt nur Alibi-tot? Also die da oben waren, die sind tot. Nein, das Nest, was wir jetzt attackieren, ist das wirklich das Nest? Das ist halt das nächste, ne? Ja. Da ist ja nichts. Hier, das hier. Jetzt rechts von uns. Auf der Karte müsstest du es jetzt sehen. Ja, die hatte ich sowieso im Auge. Ja, ich bin jetzt böse, das sag ich dir aber. Halt dich fest.
wird nicht lustig für die. Die Taktik scheint ja gut zu funktionieren, wa? Ja, wir fahren zum nächsten. Da unten, ne? Ja. Wo habe ich denn jetzt schon wieder Schaden bekommen? Ich habe doch gerade repariert. Wenn du durch so eine Pfütze fährst. So, das war's hier, ne? Da oben ist noch eins. Ja, war da kurze Reparaturphase? Ja, mach ich auch gerade. Boah, bis der bremst, ne? Dauert aber ein paar Minuten. Weißt du, die greifen uns zweimal an und wir löschen direkt drei Völker aus. Das ist mir egal. Die haben sich ja selber auf die Fahne geschrieben, weißt du? Sie hätten es ja nicht gemusst. Bringt noch zu dem oberen. Da am Wasser. Ja, ja. Kurze Pause vor Reparatur, ja, ne? Ja, kannst du machen. Ja, du nicht? Ja, komm. Ja, nicht, dass er hinterher. Warum fünf? Die greifen doch schon wieder an. Ja, dann. Fährst du dahin? Ich fahr nach oben, ja? Fahr du zu unserer Base, zum Uranfeld und ich mach die hier oben fertig. Ich habe das Gefühl, die kommen übers Wasser. Die können doch nicht schwimmen, die Viecher, oder? Wer so hässlich ist, kann doch nicht schwimmen. Boah, das dauert ja ewig, bis ich da bin. Vor allem irgendjemand hat hier einen Wald hingebaut. Da kannst du einfach durchfahren. Ja, aber nicht, wenn die Klippe damit getarnt wird. Fahr doch mal, du blöder Panzer, los! Das Nest hier oben ist jetzt auch kaputt. Ich bin noch nicht mal da, immer. Nee, also. Das finde ich jetzt auch nicht witzig, ehrlich. Es scheint so, dass die Uran nicht so mögen, wenn man das hier abbaut. Nee, ich habe Öl gefunden. Öl gefunden? Da jetzt bei dir, wo du jetzt gerade bist? Nee. Ich komme da nicht rüber, oder? Oder sind das hier so. Wasser kannst du nicht reinfahren, ne? Oh, 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 das kostet Geld. Oh, das kostet Geld. Was gekriegt. Ja, weil du das ja lieber alleine machst. Ich brauche erst das 15. Nest von denen.
Hm.